Einen schönen guten Morgen zusammen. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere von euch wundern, wo dieser Sprung herkommt von der Mecklenburgischen Seenplatte. Erstmal hier an die Elbe, zweitens da hinten Richtung Lilienstein, Königstein, der Blick gerade. Ich hatte das Problem, dass ich an der Mecklenburgischen Seenplatte in Röbel, genau so hieß es, 3 Tage schon Dauerregen hatte und auch die nächsten 7 Tage, soweit man diesen Prognosen natürlich trauen kann, auch Dauerregen hätte. Und hier in der sächsischen Schweiz, jetzt in Bad Schandau zurzeit, war halt für die nächsten 4 Tage gutes Wetter angesagt. Was auch nicht immer stimmen muss, jetzt bei der Anreise gestern war super, 26 Grad, richtig schön chilligen Tag gemacht. Heute Morgen hat es schon mal 2 Stunden Dauerregen gehabt, aber jetzt mittlerweile ist wieder so aufgeklärt, dass ich mich aufs Rad setzen werde und mal eine entspannte Radtour hier in der Region mache. Und da würde ich euch gerne mitnehmen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick über die Elbe? Auch wenn man jetzt hier von der Hauptverkehrsstraße so ein bisschen den Lärm hat, aber es ist schon recht viel Wasser dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja so, dass man hier entspannt am Rand reingehen konnte. Also das ist dieses Jahr definitiv nicht möglich. Aber der Natur tut's gut, muss man sich immer wieder sagen. Und auf der gegenüberliegenden Seite dieser schöne Blick auf das Sandsteinmassiv und die alte Eisenbahnbrücke. Und hier mal eine andere Sicht auf Bad Schandau. Auf dieser Seite war ich noch gar nicht. Jetzt hier unter der Brücke hat man echt nochmal einen super Blick auf den Ortskern, sage ich mal, von Bad Schandau. In Bad Schandau selber hat sich seit letztem Jahr einiges getan. Ein paar ganz neue Gebäude entstanden, noch einiges saniert. Das ein oder andere Gaststätte ist, glaube ich, neu, oder meine ich zumindest. Also der Ort hier entwickelt sich stetig weiter. Muss wahrscheinlich auch. Da auf der gegenüberliegenden Seite, das zeige ich nachher wahrscheinlich noch mal genauer, hat man so einen schönen Blick Richtung Schrammsteine und Richtung Tschechien. Wie die jetzt gerade heißen da an der tschechischen Seite, fällt mir wahrscheinlich nachher noch ein. Der große Winterberg müsste dazwischen noch sein, wo ich ja letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht war, weil es da oben weder Aussicht noch sonst was gab. Mal sehen, vielleicht informiere ich mich mal, ob sich da irgendwas geändert hat, dann würde ich da mal mit dem Rad hochfahren, weil der Weg war auch befahrbar oder die Alternative. Ja, so dieses Hotel und so sieht natürlich von dieser Seite wesentlich imposanter aus, als wenn man da unten hergeht. Schick, schick. Der Aussichtsturm von Bad Schandau da vorne nochmal, wo dieser Fahrstuhl mit drin ist. Ja, und das ist jetzt der Radweg Richtung Tschechien. Den Ortsnamen habe ich gerade nicht parat, fällt mir gleich bestimmt wieder ein. Dort geht das Ganze jetzt über in den Ort Postelwitz und danach, glaube ich, Schmilka. Ja, und die Eisenbahn, der ständige Begleiter hier. Mich hat es gewundert, jetzt die letzte Nacht war so ab 22 Uhr ungefähr von der Eisenbahn nichts mehr zu hören. Vielleicht, weil es Sonntag war. Bin mal gespannt, wie es diese Nacht wird. Guten Morgen. Was so ein bisschen Sonne mit der Laune machen kann. Ich dachte heute Morgen schon mit dem ganzen Regen, das verfolgt einen. Ist halt nicht so ein Sommer wie die letzten beiden Jahre. Aber kann ja auch nicht dauerhaft so heiß und trocken sein. Geht ja auch nicht. Aber jetzt ist es schon wieder deutlich warm. Also ich finde diese Felsformation ja immer noch unheimlich beeindruckend. Und von dieser Seite ist das nochmal eine ganz andere Perspektive. Ist echt so. Ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Aber letztes Jahr bin ich ja da überall hochgegangen. Und jetzt von hier sieht man erstmal, wie gewaltig das ist, wie massiv das alles ist.
Das kommt einem auch so vor, wenn man da hochgeht, aber hier sieht man halt mal diese Dimension. Da vorne ist ja dann Tschechien gleich schon, Jirensko. Ach ja, genau, Jirensko heißt, glaube ich, der Ort, wo der Übergang von Schmilka in die Tschechei ist. Und da gibt es ja auch noch diese Bootsfahrten. Mal schauen, wie das jetzt so zu Corona-Zeiten ja, gebucht ist oder angenommen ist. Vielleicht wäre das ja noch eine Option, mal zu machen. Ah. Und die Eisenbahn. Traumhaft, sage ich nur. Traumhaft. Vor allem, wenn man weiß, dass man da vorher schon einmal ganz hoch ist. Das ist ja auch mal schön. Hier geht der Kaspar-David-Friedrich-Wanderweg rein. Müsste ich mal nachher so in den einschlägigen Werbeflyern hier schauen, was das für ein Weg ist. Vielleicht ist der ja auch nochmal interessant, weil die Wanderkarte und so habe ich natürlich nicht mit, weil ich ja auf dem MacPom eingestellt war. Aber mal schauen. Merken. Stand jetzt das erste Hinweisschild auf die tschechische Stadt und die heißt Dečín. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und was ich vorhin sagte, war nur der Name des Grenzübergangs anscheinend, den ich irgendwie so in Erinnerung hatte. Und dort ist dieser schöne kleine Ort Schmilka, der mir das letzte Mal so gut gefallen hat. Ja, und das ist der Grenzübergang auf der gegenüberliegenden Seite. Also theoretisch müsste jetzt hier gleich auch ein Schild kommen. So in der Art Willkommen in Tschechien. Oder Landesgrenze. Irgend sowas. Solche Sachen zum Beispiel, das sieht man von der anderen Seite auch gar nicht. Da ist zwar oben ein Parkplatz, aber da fährt man ja nur drauf, wenn es nötig wäre. Weil ansonsten ist von hier aus nicht groß irgendwie was zu reißen. Aber schön, so eine Befestigung. Ja, und wenig anders zu erwarten, direkt nach der Grenze, auch wenn auf der anderen Seite diese typischen Travel-Free-Shops. Einiges ist ja auch günstiger. Aber ob sich da immer diese Hin- und Herfahrerei lohnt, weil man ja auch nur bestimmte Mengen mitnehmen darf, ich weiß es nicht. Für einen Raucher bestimmt, weil da spart man ja schnell 20 Euro an so einer Stange. Und 20 Euro, machen wir uns nichts vor, sind auch heute noch viel Geld. Dort drüben bei diesem lachsfarbenen Haus. Oh, einmal die Polizei bitte. Bei so einem Wetter macht das bestimmt auch Laune. Naja. Bei diesem lachsfarbenen Haus geht es, glaube ich, rein zu diesen Bootstouren in diese, heißt die Kirchenstallklamm? Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr wisst bestimmt welche. Da stand gerade auch noch mal ein Ortsschild, Jirensko, heißt also dieser Ort hier. Und die nächstgrößere Stadt ist dann dieses Dečín. Also hier ist der Elbe-Radweg echt schön, gefällt mir sehr gut. Ja, direkt hier gegenüber sind diese großen Parkflächen für den Schifffahrtsverkehr, wenn mal irgendwie was mit Gegenverkehr ist oder einfach ja, Zeit für eine Pause ist, würde ich mal sagen. Das sieht doch auch mal richtig einladend aus. Wie ruhig das Wasser hier auf der Elbe ist. In Bad Schandau hat man das Gefühl, da ist eine recht hohe Fließgeschwindigkeit. Vielleicht sieht man es hier auch nicht so. Ansonsten muss ich sagen, mit diesem ständigen Wechsel Sonne-Wolken ist das doch
teilweise sehr angenehm. Durch diesen vielen Regen, den es die Tage wohl gab, steht nämlich sonst hier echt so eine feuchte Dunstglocke in der Luft, dass man selbst im Stillstand schon schwitzt. Aber besser so als Regen. Hier ist ja das Ufer alles abgemäht und hier ist ein Duft von ja, frisch gemähtem Gras und Brennnesseln und ach, ich kann es euch gar nicht alles sagen. Riecht auf jeden Fall super. Nein, es duftet. So, hier ist jetzt der offizielle Grenzübergang. Auf Wiedersehen in Reinhardsdorf Schöner, na Schledanu und hope to see you in again. Again in, Entschuldigung. Und dort, wie gesagt, ist der Grenzpfosten. Ja, schwer was los hier am Grenzübertritt. Macht natürlich jeder erstmal Bilder. Und da war gerade so eine, ich glaube, eine polnische Reisegruppe. So 10, 15 Mann. Und jeder muss mit dem Handy des anderen natürlich alle einmal fotografieren. Hat ein wenig gedauert. Aber kann man ja nachvollziehen. Wäre ich nicht allein unterwegs, hätte ich mich auch dort fotografieren lassen. Aber immer andere Fragen ist auch blöd. Hier wieder beidseitig überall schön die Felsen zu sehen. Echt klasse. Das Haus wieder hier mit dem Felsen im Hintergrund. Wie kann man so vernagelt fasziniert sein von Felsen und Wald? Muss mir mal einer erklären. Ja, und Wasser natürlich. Also im Grunde die Kombination aus guter Natur. Die ersten Kanu- und Kajakfahrer, die ich sehe dieses Jahr. Zumindest hier auf der Elbe. Vielleicht habe ich woanders schon mal welche erwischt, aber bewusst wird es mir erst jetzt. Hier auf der gegenüberliegenden Seite sieht man wieder, ja, wie zerfallen noch die Häuser hier teilweise auch sind. Und das ist jetzt nicht das erste, es sind so einige hier zwischendurch. Klar, mit der Hauptstraße da im Hintergrund. Vielleicht nicht die perfekte Lage, aber wenn sowas frühzeitig abgestoßen wird, bevor es so verfällt, sind das doch echte Schmuckstücke. Und eine große Krötenpopulation, wenn man das vielleicht auf der Kamera jetzt auch noch hört. Auch hier wieder eine Fähre, wo man ständig die Seiten wechseln kann. Von rechtsseitig zu linksseitig. Da ist gerade jemand umgekippt. Aber die Frau ist schon dabei. Dölnigrund, ein Restaurant. Nette Parkplätze. Hier übernachten auch einige, so wie es aussieht. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich hätte dem nicht geholfen mit dem Fahrrad. Also der stand im Grunde schon und ist recht ins Gras gefallen. Und seine Truppe war ja auch bei ihm. Nur mal so am Rande erwähnt. Ansonsten stehen hier überall an dieser ganz offiziellen Straße anscheinend Leute, die hier zelten, campen, was auch immer. Ja, und ganz offensichtlich. Also es scheint hier nicht so die Verbote zu geben. Sollte man sich vielleicht mal schlau machen, ob man da nicht Urlaub in Tschechien macht. Wenn doch hier so viel Natur ist, die auch sehenswert ist. Auch hier wieder die Felsformationen, aber eine da vorne. Die sind so drei Spitzen im Grunde auseinandergeklüftet. Gefällt mir besonders gut. Also auch jetzt hier auf tschechischer Seite ist der Elberadweg echt schön zu fahren. Es sind zwar nur Momentaufnahmen, ich weiß nicht, wie es auf dem Großteil der Strecke ist, aber hier ist es echt angenehm. Da oben bei dem Felsen ist vorne raus so eine richtige Felszunge zu sehen. Wie in Norwegen, dieser
Troll sowieso. Ich hab's ja nicht so mit den Namen. Aber das sieht dem sehr ähnlich, finde ich. Es ist ja auch mal schön, wie das Wasser da so runterkommt. Schaut euch einfach mal diese Weite an. Schön so hier am Wegesrand ist, dass auch einige Erklärungen zur Region sind oder zum Elberadweg an sich und wie man das ein oder andere ausspricht. Also dieses Detschin, was ich sagte, wo ich jetzt hinfahren möchte, heißt auf Deutsch Tettschen. Nur mal so nebenher. Ja, in diesem kleinen Fleckchen mache ich im Schatten erstmal eine Pause. Und werde ordentlich was trinken, weil die Sonne brennt jetzt. Es ist 12 Uhr mittlerweile oder kurz nach 12 schon. Und die Sonne brennt echt mächtig vom Himmel. Da ist so ein Bäuschen im Schatten. Oh, mal genau das Richtige. Schaut euch mal diese niedlichen Heuballen an. Ich würde sagen, die sind so groß wie zwei handelsübliche Kisten Wasser. Wenn ihr mal solche Schilder seht mit Brot, auch gerne auf der Straße, dann auf jeden Fall ernst nehmen, weil wenn man hier durch diese Senke zu schnell durchkracht mit ordentlich Gepäck, kann das auch mal schief gehen. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns langsam Tetschem, weil hier ist jetzt so die erste Industrie- und Güterbahnhof, so wie das aussieht. Und ich denke mal, dass ich dann schon nah am Ziel bin. Hier ist mal wieder so eine große Stahlbrücke, wie es über den Rhein auch oft ist, wo man sich denkt, die ist schon so rostig, das kann ja nicht mehr halten, aber die halten noch ewig. Ansonsten muss man hier aufpassen mit dem Verkehr. Die sind teilweise schon sehr flott unterwegs, wo sich das hier kombiniert, Rad und Straße. Dort im Hintergrund auf den Sandstein oben schimmert so ein weißes, schönes, ich würde sagen fast, das ist ein Schloss. Das versuche ich mal ran zu zoomen, weil ich nicht weiß, ob ich da noch eine bessere Perspektive nachher habe, um das drauf zu kriegen. Nicht schlecht so als Wohnsitz, oder? Ich weiß, es wackelt wieder sehr. Bestimmt irgendwie so ein altes Gutshaus, Schloss oder ähnliches. Ja, ich habe jetzt von diesem Prachtbau da oben mal ein Foto gemacht und werde das dann auch noch einfügen. Oder wahrscheinlich, wenn ihr das seht, habe ich schon eingefügt, weil ich es ja passend nach der Aufnahme mache. Naja, dort sieht es auf jeden Fall so aus, als wenn es jetzt ins Ortsinnere geht. Und da bin ich schon gespannt, was mich da erwartet. Von hier macht das Ganze auf jeden Fall erstmal einen guten Eindruck. Da drüben scheint auch ein Schloss oder ähnliches zu sein. Muss ich mal gucken. Nenne ich mal ein Radweg-Hinweisschild. Kaum verschlüsselt. Ja, oben zu diesem Prachtbau kann man anscheinend hoch. Das werde ich jetzt natürlich nicht schaffen. Aber das ist vielleicht nochmal ein Ziel irgendwann. Ja, von hier hat man jetzt einen schönen Blick auf diese Stahlbrücke mit den schönen Bögen. Und dann auf dieses alte, ja, Schloss würde ich eigentlich sagen. Ich habe noch keine Schilder gesehen, wie es heißt, aber da werde ich mal rüber radeln. So, was hier erstmal ganz harmlos aussieht, der Weg für ein Bistro. Und oben zur Belohnung ist dann das Bistro. Unglaublich. Aber wenn man sowas machen will zum Üben, ist das hier natürlich optimal, glaube ich.
weil da sind alle Schwierigkeitsstufen bestimmt drin in dieser Wand. Von hier hat man nochmal einen schöneren Blick auf das gesamte Objekt. Hier geht es jetzt über diese Stahlbrücke und die scheint abends beleuchtet zu sein. Auch so mit den Blumen hier zwischen. Hat echt was. Auf der Seite da drüben sieht man den Weg, wo ich gekommen bin. Und auch so diese ganzen schönen, ja doch relativ bunten Häuser. Ich finde das hier von Architektur auch sehr schön. So das ein oder andere erinnert mich ein bisschen so an das traditionelle Schwarzwaldhäuschen, wie man sich das halt vorstellt. Ansonsten ein schönes Städtchen, was ich bis jetzt gesehen habe. Dieses bunte Gebäude ist übrigens die Touristinfo mit drin. Und jetzt geht's in den Stadtkern. Ja, ich stehe jetzt vor diesem schlossartigen Gebäude. Zamjak Dätschen. Da steht auch drauf, was für Öffnungszeiten die haben, wie das Ganze so von innen wohl aussieht. Aber leider steht nicht drauf, was es ist. Zumindest nicht für mich verständlich. Vielleicht gibt es noch ein anderes Schild. Mal schauen. Ansonsten der Ortskern wirkt doch noch ein bisschen ausbaufähig. Aber er hat irgendwie trotzdem seinen eigenen Charme aufgrund der Gebäude. Solche Ecken hier zum Beispiel. Ja, keine 50 Meter weiter hat man da wieder sowas Beeindruckendes vor sich. Wie ich immer sage, fahrt in jede Gasse. Egal, ob da ein Schild steht oder nicht. In der Regel wird man dafür belohnt. Da wird auch noch kräftig saniert an dieser Anlage. Super schön. Aber hier ist nirgends was von Maskenpflicht oder sonst was zu sehen oder auch nur zu erahnen. Oh, die Wolken da hinten, hoffe ich mal, die kommen nicht in diese Richtung. Das lädt doch auch einer, einfach mal reinzufahren. Ich müsste jetzt eigentlich zwischendurch die Kamera ausmachen, weil sonst zieht sich das hier wieder unendlich in die Länge. Aber es hat doch was. Überall auch so kleine Snackbuden. Verhungern muss man hier nicht. Ja, ich vielleicht schon aufgrund der Zöliakie, aber so prinzipiell nicht. Ah, da unten ist auch wieder Wasser. Schon vielseitig hier dieser Ort. Ja, hier ist nochmal ein Blick auf diesen kleinen See. Das ein oder andere Hotel dran gelegen ist. Und nochmal die Rückseite auch im Hintergrund von diesem Schloss, nenne ich es jetzt einfach mal. Vielleicht weiß es einer von euch, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich echt freuen. Ja, hier vorne sieht es jetzt ganz offiziell aus. Europäische Fahne, Landesfahne. Was es ist, kann ich aber auch nicht lesen, nur vermuten, da oben einer mit dem Hammer steht. Arbeitsministerium, keine Ahnung. Ist aber auch egal, sieht gut aus. Und mehr ist ja auch manchmal nicht nötig. Und hier geht es jetzt rein in die Anlage.
glaube, da vorne darf ich dann mit Fahrrad nicht weiter. Muss ich mal schauen. Ansonsten sehr schön hergerichtet. Ja, hier steht es nochmal, hier geht es zum Terrassengarten. Fahrräder verboten, also Radfahren verboten, tun dann alleine, aber schieben darf ich doch bestimmt. Das ist ja schön hier. Mein lieber Schwan. Das kann sich echt sehen lassen. Und auch so drumherum hier, von der Aussicht. Klasse. Nur mit Fahrrad komme ich hier nicht weit und ich möchte es nicht hier stehen lassen. Daher geht es jetzt weiter. Und so sieht man nochmal das Zentrum schön hier von Tettchen. Ja, das macht ja richtig was her hier. Dann war das mit dem Bustreff vorhin noch nicht das Zentrum direkt, sondern hier mit dem Marktplatz. Dann war ich mal wieder ein wenig verpeilt. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Verpeilt sein ist eigentlich gut. Das weiß nur keiner. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo es lang geht. Ich habe mich nämlich hier ganz schön verfranst. Aber raus geht's ja immer. Da oben in der Wand sind gerade welche am Freiklettern. Das ist der Hammer. An dieser Übungswand in Tettchen sah das ja schon gut aus. Aber hier ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Respekt, Leute, Respekt. So, Leute, da ist Bad Schandau. Der Wind ist mittlerweile sehr kräftig. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Markus.